Vielleicht ist das Schicksal der Religionsgemeinschaft Tesla ein Warnsignal für die KI-Euphoriker, also für diejenigen, die sagen, wow, kompletter Gamechanger durch KI und zwar sehr schnell, Produktivität geht nach oben, Firmen verdienen Unmengen von Geld etc. etc. Ähnliches hat die Religionsgemeinschaft Tesla geglaubt, also jene Gläubigen, die sagten, Tesla wird komplett alles revolutionieren, die werden den gesamten Automarkt aufrollen, die werden alles platt machen, was sich da irgendwie in den Weg stellt. Jetzt sehen wir, das ist eher nicht der Fall. Vielmehr ist die Nachfrage schlichtweg zu gering, weil jetzt eben die Subventionen nicht mehr laufen. Und ein Markt, der ohne Subventionen nicht mehr laufen kann, ist kein wirklicher Markt, sondern ist ein sozialistisches Experiment, könnte man sagen. Und das muss jetzt Elon Musk feststellen, der eben viel zu viele Autos produziert für die Nachfrage. Auch das eben ein Beispiel für einen Hype, der sich dann herausstellt als lange nicht so toll wie gehofft. Also praktisch ein Fake, der in der Realität dann nicht stattfindet. Und all das hat zu tun auch mit den Zinsen und mit der KI-Euphorie. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass Gold heute weiter fällt. Was ist da los? Das wollen wir uns anschauen. Das Setup zunächst mal zu Tesla. Es ist ja so, dass der gute Elonu ja versucht hat, eine Gigafactory nach der anderen zu bauen. Jetzt ist die Frage, wie viele Stellen abgebaut werden. 10% der Belegschaft müssen gehen. Wie viel sind es in Grünheide? 3000 Stellenstreichungen wurde da berichtet. Das entbehre jeder Grundlage. Was ist das Problem von Tesla? Nicht nur, dass letztendlich die Nachfrage nach E-Fahrzeugen deutlich abnimmt, sondern Musk hat auch eigene Fehler gemacht. Jeder macht eigene Fehler, der Entscheidungen trifft, und Musk hat aber einen relativ gravierenden gemacht. Er sitzt nämlich auf zwei veralteten Modellen, nämlich dem Model 3 und dem Model Y, und hat jetzt dann als Hoffnungsträger unter anderem diesen Cybertruck rausgebracht, der sich jetzt wohl auch als Katastrophe herausstellt. Erstens, weil man den kaum wirtschaftlich bauen kann. Zweitens, weil es ein Nischenprodukt ist, das drittens jetzt sogar noch Probleme verschafft. Er hat also viel Energie investiert in ein Auto, das sozusagen überhaupt nicht massentauglich ist. Erstens. Zweitens ist eben dieses billigere Auto mit 25.000 Euro eben weiterhin nicht in Sicht. Also musste Elon hier auf sein altes Schema Robotaxi zurückgreifen. Fake it till you make it. Ich bin mal gespannt, wie im August dann die Präsentation laufen wird, die Elon Musk vorstellen wird. Also das sind die Probleme. Elon Musk droht, Tesla in die Pleite zu reiten, so schreibt hier ein Schweizer Magazin interessanterweise. Tesla-Aktie jetzt 7 Tage gefallen. Das ist eine verdammt lange Strecke. Es gab diese lange Verluststrecke schon zweimal bei Tesla. Jedes Mal ist man dann deutlich nach oben gegangen. Gestern ging es ja 3,4% nach unten für Tesla. Aber diesmal hatte Tesla wirklich ein Problem, nämlich Nachfrage. Und wo jetzt die große Erleuchtung herkommen soll, da muss Elon Musk schon etwas aus dem Hut zaubern. Das Roboter Taxi scheint erstmal nicht zu reichen. Hier sehen wir übrigens mal bei den Magnificent Seven, zu denen ja Tesla eigentlich gar nicht mehr dazugehört, dass wir praktisch sich verlangsamende Earnings Growth Situation haben, vor allem bei Apple und natürlich bei Tesla. Es ist vor allem Nvidia und Amazon, die die Dinge hier nach oben ziehen. Aber schauen wir uns mal interessanterweise an. Ich hoffe, das sehen Sie gut. Seit März laufen Finanzaktien deutlich besser als Halbleiteraktien. Also diese ganze Tech-Euphorie, die ist ein bisschen raus. Das sehen wir auch in Relation des Nasdaq 100 gegenüber dem S&P 500, hier Triple Q gegen SPY. Da sind wir aus so einer Seitwärtszone mit Schmackes nach unten rausgefallen. Das heißt, der Nasdaq entwickelt sich schwächer als der marktbreite S&P 500. Und das ist nicht nur wegen den Finanzwerten, sondern wir sehen, dass eben manche Sektoren hier wirklich zulegen können jenseits der Finanzmärkte, während der Momentum-Index, das war ja lange das einzige Spiel an den Märkten, hier deutlich gefallen ist. Schlimmster Rückgang seit dem 2022er Bärenmarkt-Tief. Also da ist etwas passiert. Man ist durch diese Zahlen von ASML und TSMC so ein bisschen aufgewacht, hat man das Gefühl, aus den wunderschönen Träumen. Und dann reagiert man intensiv. Dadurch ist der Markt überverkauft. Hier sehen wir das nochmal.
Wir sind auf Levels, in denen wir im Grunde bei dem Tief jetzt, Verlaufstief im Oktober gewesen sind, beim S&P 500. Das gilt insbesondere für den Tech-Sektor im S&P 500. Also da ist natürlich was drin, zumal jetzt der Anteil von Tech-Aktien, die überverkauft sind, also praktisch eine Stochastik unter 20 haben, jetzt so hoch ist wie seit September 2022 nicht mehr. Das ist hier mal der Vergleich zwischen dem S&P 500 und dem S&P 500 ohne die Magnificent Seven Stocks. Da sehen wir, der hätte sich viel schlechter entwickelt, zuletzt aber ein bisschen besser entwickelt. Wir sehen hier ja diese enorme Bedeutung dieser Magnificent Seven. Wenn wir Tesla noch mit dazu rechnen wollen, 52,6 Billionen Dollar die Marktkapitalisierung in den USA. Und all das lebt eben auch das Earnings Growth, also das Gewinnwachstum, hatte ich gestern schon gezeigt, vor allem von eben diesen Magnificent Seven. Ohne diese Aktien würden die Gewinne zurückgehen, wären rückläufig, wir hätten also eine Gewinnrechnung. Rezession. However, da sagen sich jetzt, nachdem hier die Dinge doch schon ziemlich stark gefallen sind, einige Hedgefonds, wir kaufen Aktien, und zwar einzelne Aktien. Vor allem auch Tech-Aktien werden da gekauft. Anders macht das JP Morgan's Kolanovic, der sagt, ja, also wir haben den steigenden Dollar, wir haben die steigenden Renditen, die zeigen an, dass wir hier hohe Risiken haben, und defensive trading is appropriate, also man sollte sich defensiv positionieren. Er geht davon aus, dass wir zwar kurzfristig uns stabilisieren können, aber übergeordnet ein Problem bekommen. Das Trading Desk von JP Morgan hingegen bleibt bullish, also man ist sich da nicht wirklich einig in dieser Bank. Gestern hatten wir ja dann nach meinem Video sozusagen stärkere Zugewinne gesehen. Hier titeln manche, ja, das ist so eine Art Frontrunning der kommenden Buybacks, die wieder anstehen, also dass die Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen. Das glaube ich nicht, denn am Freitag endet ja nicht die Blackout Period, also dass sie dann vorbei wäre, sondern es beginnt zu kippen, dass also praktisch überhaupt kein Unternehmen aus dem S&P 500 eigene Aktien zurückkaufen kann. Dann können die ersten zurückkaufen, bis das Ganze dann wieder voll am Start ist. Es wird ja ziemlich lange dauern, also lassen sich da nicht täuschen. Die Schwäche jedenfalls, die ist ausgelöst worden, vor allem durch CTAs, die hier offenkundig Positionen abbauen mussten und wahrscheinlich weiter abbauen müssen. Hier sehen wir das. In jedem Fall dürften sie jetzt im Laufe der Woche Aktien verkaufen, wenn nichts passiert, also wenn man seitwärts geht im Volumen von 18,8 Milliarden, wenn es nach oben geht im Volumen von 15,6 Milliarden und wenn es nach unten geht im Volumen von 34,4 Milliarden. Im nächsten Monat ist nur, wenn es nach oben geht, müssen die nicht verkaufen. Also wir sehen, da ist ein gewisser Druck gewesen, wahrscheinlich am Freitag dann dieses Durchbrechen von wichtigen Marken eben aufgrund des CTA-Sellings. Aber jetzt wollen wir mal zum übergeordneten Bild kommen, nämlich zur Wirtschaft. Nach wie vor ist ja die Annahme, oh, es ist eine ganze tolle Wirtschaft. Hier sehen wir mal das Twitter Economic Sentiment Index. Der ist jetzt so hoch wie seit Januar 2000 nicht mehr. Die Märkte fürchten, oder die Marktteilnehmer fürchten die Inflation und fürchten Fehler der Zentralbanken. Aber nur 7% erwarten irgendwie eine harte Landung der Wirtschaft. Also praktisch keiner. Es herrscht also großer Optimismus. Alf zeigt hier, okay, er erwartet also, dass wir über 2% reales BIP-Wachstum haben, also inflationsbereinigtes, bei einer Inflation von mindestens 2,5%, und geht davon aus, dass ihr hier 90% Wahrscheinlichkeit für ein Soft Landing oder ein No Landing habt. Soft Landing ist eine leichte Abkühlung, aber weiter Wachstum. No Landing ist weiter dynamisches Wachstum bei eben meistens dann auch hoher Inflation. Good luck with that, also viel Glück damit, sagt dann Alf. Und hier sehen wir mal den Growth Consensus, der wird immer weiter nach oben genommen, während auf der anderen Seite, und das sehen Sie hier recht, die Financial Conditions, eben zum Beispiel aufgrund gestiegener Renditen, gestiegener Risikoprämien für Junk Bonds, also für Hochrisikoanleihen gegenüber anderen Anleihen, etwa Investment Grade oder Staatsanleihen. Hier sehen wir also Parameter, die jetzt bereits rot leuchten. Wir sehen dann ein bisschen Aktienschwäche. Also es ist
ist der Bloomberg Financial Conditions Index rigider geworden. Das bremst normalerweise dann auch die Wirtschaft. Heute wichtige Daten, 9.30 Uhr, wenn das Video erscheint, werden Sie die Daten schon kennen. Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, schauen wir uns hier mal den Composite auf der rechten Seite an, sind wir in Deutschland bei 48,6 und in den USA eben deutlich über 50. Das heißt, hier sehen wir mal den Unterschied. Die Amerikaner, die haben noch Wachstumsdynamik. Bei uns ist das überhaupt nicht der Fall. Eher sozusagen hier weiter abflauend, vor allem das Gewerbe. Wichtig wird jetzt sein, sehen wir Erholungstendenzen im Gewerbe, kühlt Dienstleistungen weiter ab. Das ist sowohl für Deutschland wichtig als auch für die USA wichtig. Und zum Ende hin noch Gold. Gestern ja der größte Fall seit 2 Jahren. Silber hat es sogar noch stärker erwischt. Heute geht das zunächst mal weiter. Wir sind kurzzeitig unter die Marke von 2300 gelaufen. Man sagt, okay, es sei das Auspreisen eines Kriegs, einer Kriegsrisikoprämie. Perhaps, aber dieses Risiko ist weiter da. Wir haben nur momentan nichts, was sozusagen akut ist, aber die Spannungen werden ja nicht weggehen. However, Gold und Silber waren wahrscheinlich überkauft. Und hier sehen wir eben auch einen wichtigen Punkt, der jetzt passieren muss, damit die Aktienmärkte sich nachhaltig erholen können. Erstens, die Renditen müssen runter. Das passiert derzeit noch nicht. Wir waren gestern bei der Zweijährigen wieder mal an 5% Widerstand. Wenn da dieser Widerstand nicht gebrochen wird und es nach unten geht, dann wäre das latent positiv für die Aktienmärkte, nachdem ja inzwischen die Wahrscheinlichkeit sogar höher bepreist wird, dass die Fed die Zinsen gar nicht senkt oder sogar anhebt, als dass sie mehr als 3-mal die Zinsen senkt in diesem Jahr. Vielleicht noch kurze Erinnerung, diese Zentralbanken sind eigentlich eine marxistische Erfindung. Genau das hat nämlich Marx gefordert, was dann Realität geworden ist. Eine Zentralbank, die in the hands of the state, die praktisch als Nationalbank mit staatlichem Kapital und einem exklusiven Monopol ausgestattet ist. Also das zeigt, dass wir uns da vielleicht nicht einen Gefallen damit tun, hier ein grundsätzlich marxistisches Konzept in einer freien Marktwirtschaft zu installieren. Meine Damen und Herren, die EZB senkt die Zinsen im Juni. Ist das beschlossene Sache? Ja, sagte Dickinus, wenn uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt. Aber da könnten noch einige überraschende Dinge passieren, vor allem wenn dann die Zinsen nach Juni nicht weiter sinken oder wir sehen, dass die Wirtschaft in den USA doch viel schwächer ist als gedacht. Wir werden sehen, es ist natürlich alles unfassbar schwer derzeit einzuschätzen. Jedenfalls die erste Empfehlung über die EZB und die Zinsen. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, ist Gold. Warum stürzt das ab? Was ist da los? Abstürzen nach dieser massiven Rallye, aber glaube ich immer noch 14-15% im Plus, aber es ist doch mal jetzt relativ zackig gegangen mit diesem Abverkauf. Wie geht es da weiter? Zweite Empfehlung, jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.